Hallo und herzlich willkommen, meine Rambas. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei diesem Let's Play von Armored Warfare. Und heute packe ich mal wieder eine der Artis aus. Ja, ich spiele die Klasse einfach sehr gern und dementsprechend schauen wir uns heute nochmal die PZH 2000 an. Ich habe die ja auch schon mal in einem Video gespielt, also von dem her jetzt nichts Neues. Aber für alle, die neu einschalten, lesen wir doch nochmal kurz die Chronik vor, gerade weil es sich hier um eben einen deutschen Panzer oder eine deutsche Artillerie handelt. Gebaut als Gemeinschaftsprojekt zwischen Italien, Deutschland und den USA ist diese selbstfahrende Haubitze als Update des PZH 155-1 gedacht gewesen. Die Produktion der Panzerhaubitze 2000 begann 1998, worauf über 300 Stück gebaut worden sind. Das Fahrzeug wird als eines der mächtigsten Artilleriesysteme seiner Dekade angesehen und ist hauptsächlich in Westasien und im Kampfeinsatz gewesen. Ja, das ist doch schön, so hören wir doch das gerne. Und genau mit diesen netten Fakten würde ich sagen, springen wir ins Gefecht und schauen mal an, wie wir so zurechtkommen. Also, legen wir los! So, da sind wir jetzt also auch schon angekommen. Wir sehen Karte, stiller Fluss. Und ich muss sagen, leider bin ich ein bisschen doof gespawnt, weil hier selber finde ich es gar nicht so schön. Da ist man nämlich recht frei. Deswegen werde ich versuchen, darüber zu fahren. Aber das dauert natürlich immer ein wenig. Gott sei Dank sind jetzt die Artis hier nicht so langsam. Aber trotzdem dauert es ein wenig. Und was habe ich dabei? Ich habe natürlich Rauchgranaten dabei. Ich habe ein paar Leuchtgeschosse dabei. Und ansonsten natürlich hauptsächlich die normalen Granaten. Weil ich will hier Schaden machen. Und jetzt lasst uns mal vorfahren. Da rechts komme ich nicht hoch. Das ist schon alles probiert. So, deswegen hier den längeren Weg. Einfach schnell durch. Natürlich auch alles kostbare Zeit, die einem hier erstmal durch die Lappen geht. So, aber jetzt habe ich dann meine 3 von 3 Schüssen drin. Da sieht man schon, da wird hier von den Gegner-Artis schon geguckt. Nichts zu beschießen aktuell. Aber hier dann gleich. Jetzt fahren wir hier mal. Laden nach. Ein bisschen Schaden konnten wir ja schon machen. So, auch hier wird auf uns gerade geschossen. Das ist zu erwarten. Aber hinter dem Stein, da fühlt man sich dann gleich ganz wohl als Arti. So, jetzt hat mich hier die Leuchtspur oder das Leuchtgeschoss aufgemacht. So, die gegnerische Arti, die sitzt hier hinten. Sehr schön, die Arti wurde rausgeholt. Da sieht man mal auch, dass die Leuchtspurgeschosse durchaus was bringen. Und wenn es schon nur so geht, dann klatscht man da halt ein bisschen was rein. Und jetzt keine Art hier zu sehen, leider. Da auf den Challenger, jetzt der steht da gut. Ja, klappt sehr gut. Kann man ordentlich drauf schießen. So, da konnte ich noch einmal drauf wirken. Das ging noch ganz gut. Und da habe ich leider noch einen
Damage gemacht, tut mir sehr leid. Na, schöner Hit. Und auch nochmal ein kleiner. Jetzt brauche ich hier mich nicht mehr bewegen, weil eigentlich kann mir jetzt hier nichts mehr passieren. Feindlicher Transporter markiert. So, vielleicht kann ich hier ein bisschen rausblaschen. Na, der ist doch auch schon mal guter Schaden angebracht worden. Und jetzt noch auf die Jungs. Na, schade. Der splasht nicht genug. Oh, der war auch jetzt weg. So, was haben wir da denn noch Schönes? Vielleicht komme ich ja nochmal drauf. Komm schon. Und der sitzt. Da macht er meinen Kill. Haha, mein Kill. Jetzt muss ich nur aufpassen, jetzt kommen da unten nämlich Gegner. So, jetzt schreie ich auch um Hilfe. Feindliches Ziel markiert. Ziel identifiziert. Na, ja, das wird... Mehr ging nicht. Aber da habe ich denen doch nochmal gut was eingeschenkt, so zum Ende der Runde. Also der Schaden, der war doch sehr beachtlich. Wir haben ein bisschen was aufdecken können. Wir haben da die gegnerische Art, die umsorgt. Also, das war eine schöne Runde. Ich bin gespannt, was die Endauswertung sagt. Challenger 2, auch ein wunderschönes Gefährt. Sieht man wahrscheinlich, ist ein bisschen mitgenommen worden. Noch 1100 Struktur, aber hat halt auch 3547, also ein wahres Monster an Hitpoints. So. Ja, die schießt jetzt gerade, hat auch nochmal einen schönen Hit gelandet. Aber jetzt muss sie weg. Wird verfolgt. Gibt's nochmal einen Rauch. Und jetzt kommt hier der andere von hinten. Ah, verschießt! Naja, jetzt ist es aber auch ein Sieg. Jetzt gucken wir mal, wie viel es am Ende rausgab. Komm schon, zeig mir's. Gib's mir. Also gefühlt war es ganz solide. Ich hoffe mal so um die 2000. Damit wäre ich zufrieden. Ja, 2120 Schaden, 7 Assists, 2 selber erspäht. Ja, das war doch ganz okay. Ich muss es nur noch reparieren, das Ding, und dann geht es auch theoretisch gleich weiter. Man sieht hier, wo ich den Schaden gemacht habe, natürlich hier am Ende auf den 564 und ansonsten auf jeden so ein bisschen. Vom Schaden her bin ich im Mittelfeld gelandet, von den XP im oberen Drittel. Also, ich persönlich bin zufrieden, 110.000 gab es raus. Also, dementsprechend, danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.